Nach der Vernichtung von Mother Brain und Samus' Flucht vom Mutterschiff der Weltraumpiraten wurde der Galaktischen Föderation klar, dass das Schicksal der gesamten Galaxie nicht beim Kopfgeldjäger liegen sollte. Sie entwickelten eine spezielle Trainingseinrichtung, wo die besten Truppen nun an einer virtuellen Simulation teilnehmen können, geschaffen zur Nachstellung von extrem gewalttätigen Situationen mit unerwarteter Realitätsnähe. Da dies nur dank Samus' Kampfdaten von früheren Missionen möglich war, wurde ihr das Privileg erteilt, das Programm als erste zu testen. Wird sie sich endlich den Geistern ihrer Vergangenheit stellen können? Metroid Confrontation. Oh yeah! Hallo Leute! Willkommen zu Let's Play Metroid Confrontation Version 2.5, die angeblich Final Version. Und wir haben hier neues Spiel, Fortsetzung, Optionen, Extras und Beenden. Wir gucken auch gleich mal an Extras. Einleitung, das hatten wir gerade. Medaillen, keine Ahnung. Time Attack, what the fuck? Nein. Mods, what? Credits, Optionen. Das können wir dann da einstellen. Fenster, ja, ich spiele Fenstermodus. Ich muss euch gleich mal was erklären. Musik, Lautstärke, Steuerung ist alles schon fertig eingestellt, denn ich habe schon einige versammelte Testaufnahmen. Zum Anfang möchte ich erstens mal erklären, das Headset, worüber ich gerade spreche, also erstmal zur Erklärung. Ich war letztes Wochenende, wo ich nicht da war, ich bin in einem Multigaming-Clan, und wir hatten letztes Wochenende, ein Clan-Treffen bei einem Clan-Mitglied in Ostfriesland und, in Emden. Toll, ne? Interessant. Jedenfalls hat, jedenfalls habe ich gesagt, ja, TeamSpeak, so geht in letzter Zeit nicht, weil mein Headset ist kaputt und so. Und er so, aha, okay. Und, hat er so gesagt, ja, ich habe mir vor kurzem ein neues Headset gekauft, kramt also so ein altes Headset raus und sagt, ja, kannst du haben. Das ist jetzt längst nicht so gut wie das, was ich noch bekommen werde diese Woche, hoffentlich. Aber es reicht und es hat eine bessere Soundqualität, jedenfalls als das 999 Lidl Headset. Deswegen kann ich jetzt auch hier auch super aufnehmen. Zweitens, was ich sagen möchte, Metroid Confrontation. Aufnahmeprobleme, und zwar gewaltige, mit Fraps. Ich werde dafür nicht Fraps benutzen. Offensichtlich klappt das mit Camtasia viel besser. Deswegen, ich benutze Camtasia, weil Fraps will es nicht gescheit aufnehmen. Macht einfach megamäßige Slowdowns und, ja. Und als nächstes Metroid Confrontation, ihr habt gerade die Story gehört, spielt nach dem ersten Metroid-Teil beziehungsweise Zero Mission. Das heißt wiederum, dass meine Chronologie, ich spiele gerne alles nach der Reihenfolge, nicht aus der Reihe gerät, ne? Weil das hier kommt vor Metroid 2, die Prime-Teile spiele ich nicht und danach kommt Metroid 2, ja. Das nächste, was ich erkläre, ich gehe mal kurz hier, Samus, in diesem Szenario stürzt du auf einem unbekannten Planeten ab. Dein Schiff hat die Autoreparatur bereits beendet, doch es fehlt Treibstoff. Die Scanner verweisen auf eine Treibstoffzelle in einem Tempel nahe dem Landeplatz. Die Erkundung des Planeten könnte Hinweise zum Öffnen der Tempelbarrikaden erbringen. Viel Glück. Drücke den Knopf, um Simulation zu starten. Und ja, ist das geil, ich habe keine Slowdowns und kann mit what weiß ich wie viel Auflösung aufnehmen. I like this very much. Mit Fraps war es wirklich fast unmöglich, das hier aufzunehmen. Dieses Spiel ist ein Game-Maker-Spiel, Fanmade. Und zwar gibt es einen Typen, keine Ahnung wie der heißt, der gerne ein Remake zu Metroid 2 macht. Another Metroid 2 Remake. Warum Another? Fragt mich nicht, ich kenne kein anderes Metroid 2 Remake. Es ist noch nicht released, es ist aber bei der Fertigstellung ca. 90%, auch wenn vor kurzem die Data verloren gegangen ist, aber er hat ein paar Backups zwar gemacht, also, naja. Und dieses Spiel hier ist eine Demo. Nicht eine Demo zu Another Metroid 2 Remake, aber dafür eine Technik-Demo. Es zeigt also ungefähr, wie das Spiel sein wird. Man sieht, es werden die Grafiken von Zero Mission verwendet. Und auch sonst die Physik von diesem Spiel sind genial. Also wirklich für ein Game-Maker-Game genial gemacht. Das nächste, ich laufe jetzt endlich mal ein bisschen. Das nächste, was ich sagen möchte, ist, dass ich dieses Spiel nicht gerade blind spiele. Ich habe es noch nie durchgespielt, aber ich kenne das Spiel. Ich habe es schon ziemlich. Also ich habe schon gespielt, und zwar schon einige Minuten lang, und deswegen nenne ich das einfach mal nicht blind. Ich weiß, dass das Spiel nicht lang sein wird, aber naja, mal gucken. Samus kann. Also alles, was sie hier kann, wird sie dann wohl auch in Metroid 2 Remake können.
Sie kann schießen, sie kann springen, sie kann... Ja, das konnte sie im ersten, im normalen Metroid 2 auch. Aber sie kann zum Beispiel den Wandsprung. Kann ich das hier demonstrieren? Nein. Und später zeige ich euch noch was ganz Geiles, was ich wirklich cool finde, was er gemacht hat. Das sollten die von Nintendo vielleicht auch mal einfügen, was echt genial ist. Das zeige ich euch dann später mal. So. Hier unten... zu den Raketen. Ja, wir können diagonal schießen. Das kann sie im zweiten Teil für Game Boy auch nicht. Raketen. Drücke Raketen verwenden. Zum Aktivieren. Öffnet rote Türen mit nur einem Raketenschuss. Wie also auch in Zero Mission. So. Hier zeige ich mal den Wandsprung. Ja, habt ihr gesehen, ne? Toll. Das Spiel ist wahnsinnig schnell. Es ist fast schneller als Zero Mission. Zero Mission war der schnellste Metroid 2D-Teil. Also wirklich... Wow. Mal gucken, wie das Spiel so ist. Ich freue mich jedenfalls, dass ich es jetzt endlich aufnehmen kann. So. Bums, yep, und Bums, und yay, und dann wird auch irgendwann mal das Mega Man LP kommen. Again, natürlich. Was ich schon aufgenommen habe, was ich aber, denke ich, nochmal neu machen möchte, da ich auf eine aktuelle YouTube-Situation ansprechen möchte. Und außerdem das Aufgenommene, erstens mit meinem Lidl-Headset, was ich nicht toll finde, und zweitens mal mit richtig schlechter Qualität. Ach Quatsch, was laber ich da? Asynchron, so. Spiel gespeichert, schön, weiter. Spiel ist asynchron und deswegen nicht toll. Nee. Deswegen nehme ich das lieber nochmal auf. Es wären 2 Parts geworden, 44 Minuten, also ich würde das jetzt nicht in 3 Parts, weil, naja, also 44 Minuten habe ich aufgenommen. Es wären also ungefähr 2 Parts geworden. Das Headset übrigens, das drückt mir so extrem auf den Ohren. Ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, wie groß seine Ohren waren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die in diese Ohrmuschel gepasst haben. Boah, das tut so weh, aber egal. Hauptsache, ich kann aufnehmen. Komme ich da hoch? Ah, fuck. Walljumpen for the win. Moment, bups, so. Oh, mal sehen, ob ich da hochkomme. Babs, nein. Aber jetzt komme ich da, Moment. Oh, I hate wall jumps. Babs, geschafft. Was gibt's denn hier? Einfach mal gar nichts, weil ich noch keinen Morphball habe. Like a boss, runter da. Ich weiß nicht, was ich jetzt nächstes machen soll. Soll ich jetzt nichts dahin, oder? Boah. Ich weiß nicht mehr, wo sich der Morphball befindet. Ich habe jetzt schon durch die ganzen Fail-Fraps-Aufnahmen bis zum nächsten Power-Up gespielt. Das war aber nicht der Morphball. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt hin soll oder mir erst den Morphball holen soll. Kann ich hier, nein, kann ich nicht, okay. Soll ich mir den Morphball holen? Ich gucke jetzt einfach mal. Also, ich gucke jetzt einfach mal nach oben. Hier gibt es gar nichts. Einfach mal gar nichts. Einfach mal rein gar nichts. Stirb! Stirb. Oh, da gibt es was. Habe ich gerade so festgestellt. Dups. Und... Nein, ach so, ich habe noch keinen Grab. Genau, gut. Dann bringt mir das eigentlich nichts. Boom, boom. Tot. You are dead, man. So, hoffentlich finde ich noch den Morphball. Ich möchte auf jeden Fall... Ja, ich möchte jetzt den Morphball, nichts anderes. Da ist er ja. Drücke unten, während du dich duckst, um... Genau. Hier müsste ich... Komme ich hier nicht zurück? Oh. Morphball ist cool. Yay. Hier geht's nach unten, oder? Irgendwo. Nee, nicht. Okay. Komme ich vielleicht gleich zu den Bomben? Das wäre cool, weil... Eigentlich würde ich mir jetzt gerne das andere Upgrade holen, aber... gut, dann halt nicht. Dim-dim-dim. Die Musik ist extremst geil, wirklich. Also, die Musik... Wow. Schön für den Remake, wirklich. Auch wenn sie immer gleich bleibt. Zumindest aus meiner Erfahrung. Hier geht's jedenfalls zum nächsten Upgrade. Türen, rote, mit einem Schuss auf. Yay! What the fuck? Ich geh jetzt mal nach links. Ich weiß, rechts geht's zum Power-Up, aber ich weiß nicht, was hier links gibt. Deswegen gucke ich einfach mal. Blablabla. Fuck. Na, Mann! Ups! Samus! Wie gesagt, Samus ist schuld, wisst ihr ja. Bei mir sind immer die Frauen schuld. Okay, es kann... Es gibt gewisse Slowdowns, aber sie sind nicht so schlimm bei Fraps. Wie bei Fraps, so. Ach du Scheiße, da komme ich nicht mehr zurück. Ich hole mir jetzt erstmal das andere, so. Weil ich weiß, dass ich... Dass das ein Dead End ist und dann kann ich hier wieder zurücklaufen, jedenfalls. Egal. Dopp, dopp, dopp und nach rechts. Rechts.
Die Farbe der Gerechtigkeit. Eigentlich nicht rechts, die Farbe der Gerechtigkeit, genau. Farbe vor allem. Super Toast, wirklich. Raketencontank, genau. Raketencontainer. Oh yeah. I like this. Ja, ich bin Metroid Skiller. Everybody knows it. Genau, ne? Ist klar. Und kabam. Komm. Dankeschön. Ach, ich laufe hier einfach mal durch. Keten, Dark Samus war schon wieder da. Habt ihr es gesehen, aber Dark Samus. Fuck. Dem war unmöglich auszuweichen. Oben konnte ich mit Morphball lang, das weiß ich, aber. Ach, da komme ich zu. Oh, das ist auch cool. Moment. Dann kann ich schnell abspeichern. Das wäre cool. Ja, gut. Ups. Und rap. Spiel gespeichert. Nice. Für ein Game Maker Game muss ich wirklich sagen, awesome. It's so really, really awesome. Und in verschiedene Sprachen, ich glaube in 5 Sprachen von Europa, also Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch? Täusche mich da? Portugiesisch oder? Glaube ich zumindest. Bin mir gerade unsicher. Oder Italienisch? Ich weiß nicht mehr. So, hier wird's stocken, genau, weil der Raum so groß ist. Hier hat's bei Fraps... Also bis dahin ging's eigentlich bei Fraps auch richtig flüssig. Aber hier, dieser Raum hier und die folgenden haben megamäßig geleckt. Und um das dann richtig korrekt aufnehmen zu können, hätte ich alles auf einer winzigen Auflösung spielen müssen.